Hallo ihr Lieben, vor mir steht ein kakteenartiges Gewächs, hinter mir auch, die Aloe Vera. Ich sage mir, warum auf gekaufte Produkte setzen, in denen nur ein Bruchteil der wahnsinnig wertvollen Wirkstoffe steckt, wenn man sich eine Aloe Vera selber anbauen kann, also sie züchten kann und selber ernten kann und das pure Aloe Vera Gel zur Anwendung kommen kann. Ihr bekommt ein Aloe Vera in gut sortierten Gartengeschäften, man kann es sich auch im Internet bestellen. Es ist eine relativ unkomplizierte Pflanze. Ihr könnt sie auf die Fensterbank stellen, im Sommer dann auf den Balkon oder auf die Terrasse. Wenn es eine junge Pflanze ist, vielleicht etwas Halbschatten, dann müsst ihr erstmal die zarten Blätter an das Sonnenlicht gewöhnen, weil bei zu viel Sonneneinstrahlung verbrennen euch die Blätter nämlich. Staunässe auf jeden Fall vermeiden. Also mäßig gießen. Klar, wenn sie jetzt im Winter drin steht, ein bisschen öfter gießen, aber ganz vorsichtig, weil diese Pflanze, die speichert ja das Wasser. Das ist ja das Fantastische an diesem kakteenartigen Wüstengewächs. Also der Sinn und Zweck der Sache ist, wenn ihr eine eigene Aloe Vera Pflanze habt, habt ihr zu jeder Zeit ein frisches, chemiefreies Produkt, was ihr auf eure Haut gebt. Und die Anwendungsmöglichkeiten sind wahnsinnig groß bei der Aloe Vera, sowohl innerlich als auch äußerlich. Ich möchte heute nur über die äußerliche Anwendung sprechen. Es hilft bei der Wundheilung, beim Sonnenbrand, wenn ihr Zahnfleischprobleme, Zahnfleischentzündungen habt, bei unreiner Haut, bei Pickel, bei Akne, bei trockener Kopfhaut. Aber das A und O, also woher wir zum größten Teil Aloe Vera kennen, ist wie gesagt für die Feuchtigkeitserhaltung unserer Haut. In diversen Produkten ist Aloe Vera enthalten. Allerdings ist das oft nur eine homöopathische Dosis, die darin enthalten ist. Und der Rest der Creme sind irgendwelche Duft- und Pflegestoffe, damit es länger haltbar ist. Wenn ihr ein Aloe Vera Blatt euch kaufen wollt, könnt ihr das im Internet bestellen. Kostet ungefähr so 12-13 Euro, so die Größe zwischen 20 und 30 cm. Und es ist gekühlt haltbar. Quatsch, gekühlt, aufbewahrt, ist es ungefähr so einen Monat haltbar, am besten im Gemüsefach. Also die Aloe Vera, ein wahres Beauty-Wunder, ersetzt uns diverse Cremes, Masken, Seren, Ampullen, alles, was wir unserer Haut irgendwie zuführen wollen, weil die Haut, wenn man älter wird oder generell, die Haut verliert täglich Feuchtigkeit. Und wir führen ihr zwar irgendwie Feuchtigkeit zu, also auf jeden Fall auch innerlich viel, viel trinken, viel, viel Wasser trinken, ihr Lieben. Aber egal, ob jetzt im Winter oder im Sommer, unsere Haut braucht Feuchtigkeit. Und wenn sie zu wenig Feuchtigkeit hat oder bekommt, das lässt ja so nach, ne? Im Alter. Dieses wundervolle Produkt hilft also auch die Zellerneuerung, also die Zellaktivität wieder zu steigern. Es wird die Widerstandsfähigkeit der Haut, die Haut wird einfach praller und ist geschützter vor Umwelteinflüssen, vor diesen sogenannten freien Radikalen. Also was macht ihr jetzt? Also ihr schneidet am besten, wenn ihr so eine eigene Pflanze habt, ich stelle die jetzt mal weg hier, ihr schneidet euch ein Stück ab, das reicht, das ist eigentlich schon viel zu viel, entfernt, das sind so kleine, das ist ja so ein kakteenartiges Gewächs, da sind so kleine Stacheln dran, müsst ihr aufpassen. Schneidet die Ränder ab und dann teilt ihr das Blatt in der Mitte durch. Und das ist jetzt, das ist ein Wahnsinn. Schaut mal, guckt mal, was da an Feuchtigkeit abgegeben wird. Das ist der pure Wahnsinn. Und diese pure Feuchtigkeit ohne Chemie gebt ihr euch nun auf die Haut. Ich nehme ja beide Teile. Wow, das ist ein Wahnsinn. Das ist ein absoluter Wahnsinn. Das ist ein Feuchtigkeitsregen. Also, das könnt ihr über das ganze Gesicht verteilen, auch über die Augen. Ihr könnt mit den Blättern massieren oder ihr gebt was auf die Haut und massiert mit den Fingerspitzen. Ich mache das immer mit den Blättern. Ihr müsst nur aufpassen, dass ihr nicht mit dem Rand so oft über die Haut schabt. Und es ist so ein absolutes Aha-Erlebnis. Mir läuft es jetzt hier. Ihr könnt also die Hände, den Hals, was ja auch ganz toll ist, der Hals. Den Hals vergisst man ja oft und auch das Dekolleté. Es ist unfassbar.
Also ihr könnt euch das, glaube ich, gar nicht vorstellen. Es gibt auch gute Kosmetikerinnen, also die, das heißt gute Kosmetikerin, die es gibt, ich habe auch schon in einem Beauty-Spa, habe ich es auch schon mal erlebt, dass die mit diesen Blättern behandelt haben. Das fand ich sehr, sehr entspannt und angenehm. Wie gesagt, ihr könnt das auch in die Kopfhaut so einmassieren, könnt das entweder drauf lassen, das ist ja nicht fettig, oder nach einer Stunde euch nochmal die Haare waschen, ihr könnt es in die Spitzen geben. Wenn ihr irgendwelche Wunden habt oder wenn ihr so ein bisschen diese, jetzt nicht Akne, aber so Pickel, ne, oder kleine Verletzungen, gebt ein bisschen von diesem Aloe Vera Gel drauf, weil es auch entzündungshemmend wirkt. Es ist für jede Haut geeignet. Also egal, ob jetzt eine empfindliche Haut, eine großpolige Haut, eine fettige Haut, auch eine fettige Haut braucht Feuchtigkeit. Das ist immer so ein Trugschluss, dass man sagt, fettige Haut braucht, das fettige Haut braucht auch Feuchtigkeit, auf jeden Fall. So, jetzt muss ich mich mal hochmachen. Und wenn ihr das Gefühl habt, jetzt kommt hier nicht mehr so viel Feuchtigkeit raus, auf keinen Fall das Blatt jetzt entsorgen. Geht entweder mit einem Messer dann nochmal so rein oder einfach mit dem Fingernagel und schon tritt da erneut wieder dieses Feuchtigkeitsgel aus dem Blatt. Ich kann euch das, ihr müsst es probieren. Also da kommt keine Feuchtigkeitsmaske mit. Das ist, und vor allem, ihr habt die pure Natur auf dem Gesicht, ja, ohne irgendwelche chemischen Zusätze, irgendwelche Konservierungsstoffe. Und da kann überhaupt nichts passieren. Also ich habe das auch schon für die Narbenheilung verwendet. Wie gesagt, die Kosmetikindustrie ist ja draufgesprungen, seitdem die Aloe-Pflanze für die Schönheitsindustrie entdeckt wurde. Natürlich gibt es mit Sicherheit auch tolle Cremes und Lotions mit einem relativ großen oder geringeren Aloe Vera-Anteil. Aber wenn ihr euch so eine Pflanze kauft, das ist doch auch irgendwie so schön. Ich hole sie nochmal hier vor. Das ist, also ich finde, sie sieht sehr dekorativ aus. Sie ist total unkompliziert. Also ihr nehmt es euch auch nicht übel, wenn ihr sie mal vergessen habt zu gießen. Sobald, wenn die Blätter jetzt ein bisschen sehr hellgrün werden, dann hat sie einfach eindeutig zu wenig Wasser. Dann muss wieder ein bisschen gegossen werden. Wenn die Spitzen braun werden, habt ihr zu viel Wasser gegeben. Also die macht sich relativ schnell bemerkbar, was ihr fehlt oder was ihr braucht oder was nicht. Ja. Und auch regelmäßig umtopfen, weil sie wächst relativ schnell. Also wenn ihr merkt, ihr könnt nicht mehr, kommt nicht mehr richtig an die Blätterrand beim Gießen, dann müsst ihr sie umtopfen, weil die hat doch sehr, sehr starke Wurzeln. Und man braucht eine spezielle Erde, so eine Kakteenerde vielleicht, also nicht nur eine ganz normale Blumenerde, aber da es ja so ein Kakteen-Liliengewächs ist, ihr seht schon, ich massiere hier, massiere hier, massiere hier, kann man noch über die Lippen geben, auf die Hände. Ja. Wir sind ja nun, also das Netz ist mir aufgefallen, ist ja auch voll mit Videos und mit Beiträgen über Hyaluronsäure und Retinol und Anti-Aging hinten, Anti-Aging vorne, was wir uns alles Gutes tun können, was wir uns alles kaufen müssen sollen und haben sollen und brauchen unbedingt. Ist alles richtig, kann man alles irgendwie machen. Aber mit dieser Pflanze, also das ist einfach... Also, wie gesagt, man kann nichts falsch machen mit dieser Pflanze. Habt ihr nicht nur eine schöne Pflanze auf dem Balkon stehen, ihr tut eurer Haut wirklich was Gutes. Es ist eine chemiefreie Pure Nature, was ihr euch aufs Gesicht gebt mit Sofortwirkung. Und ihr habt praktisch regelmäßig zur Verfügung dieses Gel. Ihr müsst nicht losrennen, euch irgendein teures Serum kaufen. Ihr habt das immer parat. Gut, wenn man jetzt auf Reisen geht, wird es ein bisschen schwierig, sich das Gel da abzufüllen, aber man geht ja nicht monatelang auf Reisen. Diese wundervolle Pflanze, dieses Beauty-Wunder Aloe Vera, ersetzt euch teure Cremes, Masken und Seren. Eure Haut wird auf eine natürliche, chemiefreie Art und Weise Feuchtigkeit zugefügt. Dieses Gel wirkt stimulierend, die Zellerneuerung wird aktiviert, die Widerstandsfähigkeit unserer Haut wird optimiert und bei längerer Anwendung merkt ihr, dass eure Haut frischer und praller und strahlender und glatter wirkt. Und auch bei unreiner Haut wirklich sehr zu empfehlen, gerade jetzt Frauen, die vielleicht ein bisschen so Akne haben oder eben unter Pickeln oft leiden. Die Wundheilung wird auf jeden Fall schneller gewährt
und es bilden sich keine Narben. Oft haben wir vielleicht zu große Pickel und dann bleiben so Narben zurück, weil wir vielleicht dran rumkratzen. Wenn ihr einfach so ein bisschen Aloe Vera Gel auf diese betroffenen Stellen gebt, werdet ihr bemerken, dass das wirklich so, dass eure Haut aktiviert wird, dass das schneller heilt, verheilt auch und wie gesagt keine Narben zurückbleiben und sich nichts weiter entzündet. Also Fazit ist, es ist für mich ein wahres Wunder, diese Pflanze. Und ich plädiere auf jeden Fall auf das Natürliche. Man kann sich, wie gesagt, auch diese ganzen Gels kaufen. Aber ich dachte, ich stelle euch das mal vor. Wir kennen das ja alle. Also ihr seht schon, ne? Ich schwärme hier rum und bin total begeistert über Nachhaltigkeit und Effektivität und sofortiger Frische. Und massiere hier während des Sprechens weiter mir dieses tolle Gel. Und ich merke, dass meine Haut, obwohl ich meine Haut wirklich sehr pflege, die ist total durstig. Das zieht sofort ein, dieses Gel. Und ihr könnt danach, wenn ihr das jetzt morgens macht, könnt ihr danach eure Tagespflege aufgeben und vielleicht ein Make-up. Ist wie gesagt im Sommer ganz, ganz toll, wenn ihr lange in der Sonne wart. Eigentlich immer einsetzbar. Feuchtigkeit braucht unsere Haut einfach immer. Da können wir machen, was wir wollen. Und das ist die einfachste, natürlichste Art und Weise, unserer Haut etwas Gutes zu tun. Und das ist nicht mal teuer. Ich meine, es ist eine Anschaffung. Das Ding wächst und gedeiht bei guter Pflege. Und es ist effektiv, nachhaltig. Und was Besseres kann man sich ja eigentlich von der Kosmetik gar nicht wünschen. In diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch wie immer alles Liebe, alles Gute. Schaut mal nach, vielleicht habt ihr ja Bock drauf, euch so eine Pflanze zu kaufen. Oder vielleicht haben ja manche Frauen auch schon eine Pflanze und die steht da irgendwie rum im Garten oder jetzt untergestellt irgendwo und ihr habt es einfach nur so zur dekorativen Gestaltung eures Balkons oder eurer Terrasse. Erntet einfach, macht mal ein Stück ab, probiert das mal aus und ihr werdet sehen, ihr habt sofort dieses Aha-Erlebnis und ihr wollt es nicht mehr missen. Also alles Liebe, alles Gute und bis bald. Ciao.